Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, wir haben ja letzte Folge, glaube ich, war das, waren wir im End und haben da die ganzen Heilsteine zerstört und so. Und darum werden wir heute wieder ein bisschen farmen gehen. Um halt noch meinen super tolles Bogen, was ich zufällig besitze, zu verzaubern. Damit wir halt den Drachen schneller töten können und so, ne, ihr wisst schon. So, Lautstärke erstmal regeln. Und ich habe schon wieder Musik vergessen anzumachen. Okay, dann mache ich es nochmal schnell an. Musik, Let's Play. Und Moment. Ziehen. So, von Lautstärke sollte das auch schon passen. Von daher. So, Bogen. Nee, das war Dingens. Das war Angel. Das war auch nicht Bogen. Das war Bogen. Sehr schön. Stickies behalten wir mal. Wir werden später diese wunderschönen Bogen verzaubern. Einfach weil wir es können. Hopsala. Spitzhacke. Ja, ich denke mal, wir packen uns unsere Rüstungsteile zusammen. Ziehen es auch gleich mal an. Und das reicht schon fast, was. Außer wir brauchen noch Essen. Essen. Fackel. Aber dann war es das auch schon. Gold können wir mal hier reinpacken. Joa. Lassen wir das auch mal hier. Stickies haben wir. Kohle haben wir. Ja, Baumaterial. Schwert wäre vielleicht noch nicht schlecht. Zack. Und wir braten auch schon mal weiter Fleisch an. Wenn wir es schon haben. Und ein Schwert. Hoppala. Zack. Spitzhacke, Schaufel, Spitzhacke. Blöcke. Essen. Wassereimer. Wassereimer brauchen wir. Nicht, dass ich jetzt wieder vergesse und wieder zurückrennen muss. Das ist ja schon öfters mal passiert. Wassereimer. Ich habe Lavaeimer. Aber ich mache daraus gleich Wassereimer. Indem ich das hier einfach. Sagen wir mal hier rein packe. Zack. Wasserhole. So einfach geht das. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal ein bisschen nach dort fahren, weil ich glaube, da waren wir noch nicht so stark. Von daher gehen wir mal neben den Berg da einfach nach unten graben. Wird schon passen. So, da sehe ich schon mal Kohle, aber das wird wahrscheinlich nur so ein kleines Feld sein. So. Dann graben wir uns hier auch schon mal runter. Wenn hier schon mal Kohle ist, wieso nicht? So, immer schön nach unten. Ich frage mich, ob ich hier jetzt einen Cut reinsetzen soll, weil heute sollte ich eigentlich so viele Folgen wie möglich rauskriegen. Da wir jetzt heute 30.12.2012 haben, immer noch. Und morgen bin ich nicht zu Hause. Ja, morgen bin ich nicht zu Hause, weil morgen ja Silvester ist. Und da werde ich bei meinem Opa sein und dort feiern sozusagen. Ja, und dann kann ich halt keine Folgen aufnehmen. Von daher muss ich halt heute vielleicht so 2-3 Folgen hinkriegen von Minecraft. Weil Minecraft vielleicht jetzt aktuell als Haupt, ja, sagen wir mal als Haupt Let's Play sozusagen. Nebenbei läuft noch LOL und ab und zu mal FIFA und ab und zu mal Batman Arkham City. Und ich denke mal, einfach um es zu testen, trinken wir unser Trank der Nachtsicht. Jetzt ist alles schön hell. Und ich habe meine Spitzhacke irgendwie weggetan. Jetzt ist es schön hell, obwohl es eigentlich relativ dunkel ist. Finde ich sehr cool.
sehr, sehr praktisch für Let's Plays, damit auch alles schön gesehen werden kann und so. Finde ich sehr nice. Und braucht ja eigentlich auch nur Zucker, glaube ich, ne? Ja, das ist Zucker. Also Bambus sozusagen, und davon haben wir ja genug. Wir haben echt viel zu viele Sachen zu viel, aber manche Sachen halt auch zu wenig, beziehungsweise eigentlich nur Level haben wir zu wenig. Von daher müssen wir halt Level farmen. So, Kohle bringt ja auch Level, darum holen wir das ja auch. Eigentlich fahren wir schon längst keine Rohstoffe mehr, sondern schon längst eigentlich nur noch Level. Welche Ebene sind wir denn jetzt gerade? 45, das ist noch viel zu hoch. Ich will so circa auf 20. 20 hört sich gut an. Und falls wir eine Höhle finden, dann gehen wir natürlich da rein, weil in Höhlen sind eigentlich grundsätzlich immer sehr, sehr viel Kohle und Redstone oder so eine Sache. Besser als hier einfach rumzufarmen, weil da müssen wir hier auch noch weggraben, um an Kohle zu kommen und so. Und in Höhlen sind die halt schon sichtbar und direkt abbaubereit. Sehr praktisch. Kohle haben wir schon mal sehr viel gekriegt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel wir schon mit hatten, aber wir hatten, glaube ich, auch schon ca. 40 Stück mit oder so. Genau weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, es waren genau 44. Falls ich mich noch richtig erinnere. Das war mir schon als Piep egal. Wir sind immer noch ein bisschen zu hoch. Aber das ändert sich ja jetzt. Eisen nehmen wir natürlich jetzt auch mal mit, weil ich habe das Gefühl, langsam geht uns auch Eisen aus, obwohl wir eigentlich noch 2-3 Stacks haben oder so. Aber es kann ja nicht schaden. Und durch Braten kriegen wir auch noch Level. Obwohl nicht so viel, aber besser als gar nichts, würde ich mal sagen. So. Zack. Hoppala. Da haben wir einen zu viel weggegraben. Was wir nicht mal wollten. Ja, Ebene 20 ist gut, beziehungsweise Ebene 19. Ist gut. Ist zwar nicht Diamantenebene, aber ich denke mal, wir werden uns jetzt hier einfach durchgraben. Und hoffen, dass wir eine Mine oder Höhle oder sonst was finden. Riss, Spalt. Ist mir echt nur zu viel. Egal, Hauptsache wir finden irgendetwas. Ich könnte meine Texturpack auch modifizieren, so dass. Heißt es modifizieren? Ich nenne es einfach mal bearbeiten. So dass man Eisen zum Beispiel, also Eisenblöcke, also Eisenerzblöcke, einfach nur grau ist und Diamanten einfach nur blau und zum Beispiel Lapis Lazuli dunkelblau und Redstone rot, damit man die einfach viel besser erkennen kann. Könnte man eventuell machen, aber ich denke mal, das habe ich noch nicht so nötig. Aber ich komme ja bis jetzt auch so ziemlich gut zurecht. So, erstmal Lava wegkriegen. Weil Lava ist ja sehr, sehr gefährlich. Wie oft ich schon an Lava krepiert bin, das ist echt unglaublich. Wahrscheinlich schon fast mehr als alles andere zusammen. Auch wenn nicht ganz. Aber naja. Wir werden schauen. Die letzten zwei Seasons waren ja auch wegen Lava beendet, glaube ich, oder so. Oder war eins wegen Creeper? Ich bin mir nicht sicher. Ich hab's echt nicht mehr in Erinnerung. Ich glaube auch mal eins war wegen Lava bestimmt. Lava ist immer so ein Scheiß. Ja. Außer man hat natürlich volle Diarussi und ja, zum Beispiel noch Feuerschutz, war das Feuerschutz? Ja, ich glaube, das war Feuerschutz drauf, dann sollte man eigentlich meistens nicht sterben. Dann kann man sogar schon fast im Lava schwimmen, wenn man es so sieht. Kann man sogar. Ein paar Minuten, wenn man alles auf Feuerschutz 5 hat oder so, könnte man bestimmt ein paar Minuten Wasser schwimmen. Oder man holt sich aber so einen 5 Minuten Feuerresistenztrank. Das ist, glaube ich, Feuerresistenz, oder? Oder Feuerschutz? Ich habe keine Ahnung. Aber man kann sich halt so einen Feuerresistenztrank holen. Wie man das braucht, weiß ich aber allerdings nicht. Ist mir auch relativ relle, weil, naja, ich gehe eigentlich relativ safe vor mittlerweile. Vorher war das auch so, dass ich einfach, keine Ahnung, natürlich sehr, sehr oft im Lava reingefallen bin. Es ist auch einfach gestellt, nicht auf friedlich. Jetzt habe ich es wieder auf Deutsch, weil ich was nachhaken wollte, genau. Wegen Feuerwerkszeugs da wollte ich mal halt, ich habe ja meine Items.
Und dann kann man da halt eigene Feuerwerke machen und dann ist das halt alles auf. Das ist immer noch auf Englisch, aber ich dachte halt, das wäre vielleicht auf Deutsch gewesen. Wenn man das auf Deutsch umstellt, ist es aber nicht. Aber naja. Ich mag englische Version von Minecraft viel mehr, weil. Keine Ahnung, früher war das immer nur auf Englisch und man kennt die Begriffe halt einfach. Ich sag auch Gravel statt Kies und Nether statt. Nether. Okay. Redstone statt. Redstone. Aber ich sag Cobblestone statt Pflastersteine. Und ich sag auch Bambus statt Zuckerrohr. Zumindest habe ich das früher noch gemacht. Wo ist das Skelett? Da. Hui. Aiming Pro. Das ist ein kleiner Zombie. Das schützt jetzt aber auch. Ich würde mal sagen, wir holen uns da erstmal Wasser. Okay. Das scheint niemand zu interessieren. Dann tun wir da mal Pflasterstein oder Cobblestone drauf und hier Wasser rausschütteln. Um hier an unser Redstone ranzukommen. Ich denke mal, ich werde jetzt erstmal zwei Parts machen. Alter, sieht das hier krass aus mit den Wolken. Also mit den, keine Ahnung. Wolken, das waren keine Wolken, das mit den, keine Ahnung. Gesicht, was auch immer. Dampf, keine Ahnung, Verdunstung. Ich denke mal, was ich sagen wollte, ist, ich denke mal, ich werde jetzt erstmal zwei Parts machen. Also ca. 30 Minuten aufnehmen. So lange habe ich dann auch schon Level 30 erreicht, hoffentlich. Ansonsten nehme ich einfach 45 Minuten auf und habe dann meine Level 30 erreicht. Das zieht sich echt immer weiter nach hinten, um Sache zu können, aber ist nun mal so, ich will jetzt nicht nochmal riskieren zu sterben. Aber das sollte mittlerweile safe genug sein, schon fast. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mir noch einen Kürbiskopf holen soll. Aber ich glaube schon, das wäre nämlich, glaube ich, doch ein bisschen besser. Und ja, wenn ich das alles geschafft habe, ich weiß jetzt nicht, wie viele Folge wir sind, aber ich glaube circa, das müsste circa 41, nee, das müsste circa 42, 43 der Folge sein. Und ich hoffe mal, dass ich spätestens Folge 50 Drache besiegt habe. Das wäre echt nice. Ich versuche es auch irgendwie genau auf Level, genau auf Folge 50 zu bringen oder vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen, oh, jetzt wird es weggehen. Das sieht man an diesem Flackern. Da kann man sehen, wie dunkel es in Wirklichkeit hier ist. Und batsch. Voll dunkel und so. Aber naja, muss man halt mitleben. So. Ich mag ja diese Gänge nicht, das sieht so künstlich aus. Aber naja. Wir werden schon irgendwie klarkommen. Essen tue ich normalerweise irgendwie mehr nach hinten, oder? Ist irgendwie ungewohnt, Essen auf. Achso, ja, da wäre ja eigentlich normalerweise Axt. Ich habe halt immer so eine Ordnung. Ganz hinten Fackel. Also, ja, grundsätzlich, wenn ich farmen gehe, Schwert, Spitzhacke, Schaufel, Axt. Wobei Axt eigentlich immer unnötig ist, weil, naja, was willst du mit einer Axt? Dann kommt, ich glaube, Eimer, dann Bausteine, also einfach Blöcke, Erde oder Cobblestone oder was auch immer. Dann, keine Ahnung, Essen, habe ich Essen schon gesagt. Und irgendwann mal ganz nach hinten Fackeln halt. Ja. Irgendwie so ähnlich auf jeden Fall. Das ist ein Riss, würde ich mal behaupten. Hopp. Und das ist ein Creeper, würde ich mal behaupten. Habe ich Rückstoß? Nein, habe ich nicht. Hui, da ist der doch noch explodiert. Das würde ich gerne stoppen. Ich will mal einfach noch eine Fackel reinsetzen. Da ist das auch schon mal schön erleuchtet. Und ja, ich denke mal, wir bleiben jetzt hier ein bisschen länger im Riss. Denn hier können wir schön viele Kohle abfarmen. Und Level 15, wie man es an diesen schönen Töne hören konnte. Ich mag es ja nicht, aber naja. Wenigstens weiß man das, dass man halt Level 15 ist. Also diesen Ton hört man jedes fünftes Level einmal.
Ich glaube, früher war das sogar jedes Level einmal, Alter, war das schlimm.